Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Channeling. Dieses Mal darf ich die Worte von Mutter Erde weitergeben. Und für all diejenigen, die nicht so viel mit dem Wort Channeling anfangen können, möchte ich es kurz erklären. Ein Channeling bedeutet für mich, dass ich mich für eine besondere Energie, in dem Fall eine besondere intelligente Energie, öffne. Mal ist es Mutter Erde, mal sind es die Engel, mal andere Energien. Und ich empfange, wenn ich mich dafür öffne, Bilder, Worte, Gefühle, die ich dann hier für euch in meinen Videos und manchmal auch in geschriebenen Worten weitergebe. Ich sitze heute vor dem neuen Schöpfungslicht-Sternentor der Heilung. Es ist noch nicht fertig, aber es wollte einfach jetzt so aus dem Hintergrund für uns wirken. Und ich lasse jetzt einfach mal die Worte von Mutter Erde fließen. Ich bin ihr sehr, sehr nah. Für mich sind es tägliche Gespräche mit ihr, wenn ich in meinem Garten bin oder wenn ich in der Natur meine Übungen mache, meinen Sport mache. Es ist für mich immer ganz, ganz nah. Und ich bin selber sehr neugierig. Ich habe heute Morgen in meiner Morgenmeditation die Info bekommen, dass ich das weitergeben darf. Und heute am 7. Juni 2020 ist es mal wieder soweit. Ich freue mich riesig und ja, lasst es uns gemeinsam genießen. Ihr könnt eure Augen schließen, während ich channele oder auch nicht. Das liegt ganz bei euch. Ich weiß aus Erfahrung, wenn man die Augen geschlossen hat, kann man mit allen anderen Sinnen und vor allen Dingen mit dem Herzen noch viel, viel besser die Energie aufnehmen. Also viel Freude. Geliebte Seelen, danke, dass ihr lauscht. Danke, dass ihr eure Herzen öffnet für meine Kraft, meine Liebe, meine Worte. Als Heimat bin ich euch immer in Liebe und mit meiner ganzen Energie zur Seite. Ich wirke aus dem Unbewussten für die meisten Menschen. Und dennoch ist meine Energie immer in euch und um euch herum. Innerhalb dieses Spieles des Lebens bin ich ein Faktor, der euch auf eurem Lebensweg unterstützen kann. Meine Kraft nährt euren Körper, jede einzelne Zelle. Sie nährt darüber hinaus auch euren Geist und euer Bewusstsein, denn gemeinsam wachsen wir. Jeder Mensch trägt zum Wachstum auf dieser Erde bei. Jetzt in diesem Wandel zwischen Dualität und Trinität, zwischen den Dimensionen und den Zeitaltern, bin ich an eurer Seite, um euch in Liebe mit allem, was ich kann und bin, zu fördern. Ihr befindet euch seit einigen Tagen in einer Welle aus Hilfe und Heilung. Alle die von euch, die ihre Herzen für diese Möglichkeiten und Chancen öffnen, die jetzt wieder sehr, sehr präsent sind, werden Wunder und Geschenke erhalten. Ihr Lieben, es liegt immer nur bei euch, ob ihr euch für die Möglichkeiten und Chancen des Lebens öffnet. Es liegt bei euch, wie sehr ihr aufnehmt, was euch Tag für Tag vor die Füße gelegt wird. Ihr habt jetzt erfahren, vor einigen Tagen, dass ein neues Portal geöffnet wurde, ein Portal, das euch entlastet, das euch reinigt, das euch heilt und nährt, das euch eine Tür ist in eine neue Frequenz, eine neue Schwingungsebene. Es ist mein Portal, das ich euch öffnete. Und ich halte es noch einige Zeit offen für alle Menschen, die diese Kraft nutzen wollen. Erschaffen aus der Kraft meiner Natur, aus der Kraft meines Erdenherzens, das für euch schlägt. Ich spüre euch
alle, jedes Individuum, jede Seele, jede Pflanze, jedes Tier, jeden Stein. Ich spüre all eure Emotionen. Und mein Wesen ist das Mitgefühl, die Liebe, das Mütterliche, Nährende, das Helfende und Unterstützende. Öffnet ihr euch für meine Energie, wird euch jede Tür aufgetan. Jede Tür, die euch in einen neuen Raum der Erfahrung und Erkenntnis führen kann. Gemeinsam lernen wir voneinander und miteinander. In mir verdichten sich alle Weisheiten und Philosophien, die jemals von Menschen entwickelt wurden. In mir vereinen sich auch kosmische Intelligenz und die Intelligenz anderer Völker, die jenseits meiner Herrschaft dienen, die euch dienen möchten für euren Fortschritt, und zwar den Fortschritt eures Herzens, den Fortschritt eures Bewusstseins. Gefördert wird jetzt von meiner Seite und von Seiten des Kosmos in unterschiedlichsten Facetten, dass ihr euch in das neue Zeitalter bewegen könnt. Nehmt unser aller Geschenke an. Wir können sie euch nur zu Füßen legen. Ob ihr sie annehmt, öffnet, nutzt, liegt immer ganz bei euch. Das ist das Versprechen eures Lebens hier auf meiner Oberfläche. Ihr habt den freien Willen. Und jetzt, ihr lieben, wundervollen Seelen, möchte ich euch ergänzend zu dieser Hilf- und Heilungswelle noch mehr Energie aus meinem Herzen senden. Spürt sie in Form von Perlen der Heilung, die golden und grün glitzernd eure Herzen füllen. Sie steigen energetisch auf, Energieblasen, Energiekugeln, die aus mir herausquellen und euch von unten nach oben durchfluten, die überall ankern, wo ihr es erlaubt. Ihr dürft entscheiden, ob ihr diese Perlen der Heilung annehmt, die Perlen der Gesundheit und meiner allertiefsten Liebe. Es liegt bei euch. Und ich wünsche mir von Herzen, dass ihr euren Weg geht in dieser besonderen Zeit, in dieser kostbaren, einzigartigen Zeit. Lasst uns gemeinsam das Neue erschaffen. Ihr werdet von mir immer unterstützt. Ich möchte euch mitteilen, dass diese Perlen der Heilung, der Gesundheit und Liebe natürlich innerhalb der natürlichen Regionen mit viel Pflanzen wie Wäldern, Wiesen, Auen viel stärker spürbar sind. Doch sende ich sie jetzt ganz bewusst in eure städtischen Regionen, dort, wo wenig Pflanzen sind. Denn ich weiß zutiefst, dass genau dort noch mehr Kraft benötigt wird, noch mehr natürliche Liebe und Energie, noch mehr Heilung der Zellen, des Herzens und des Bewusstseins. Fühlt euch von mir Tag und Nacht umarmt, geliebt und wertgeschätzt. Ich bin für euch da. Ich stehe euch immer als Energiequelle zur Verfügung. Fühlt euch von meiner sanften, mitfühlenden Energie eingehüllt. Fühlt meine mütterliche Kraft, die ich euch schenke, und nährt euch daran. Schmiegt euch in mein Erdenherz und fühlt eure wahre Kraft. Dies sende ich euch aus tiefster Liebe. Eure Erde. Was für eine große Freude, ihr Lieben. Ich fühle das alles immer und ich bin so glücklich,
es nicht nur für mich fühlen und leben zu können, sondern es mit euch teilen zu dürfen. Und ich freue mich immer, wenn ihr mir mitteilt, was meine Videos mit euch machen. Und ich freue mich auch, wenn ihr andere Ideen habt, was ihr noch braucht. Ich wünsche euch von Herzen eine wunderschöne, gesunde und glückliche Zeit, voller Liebe und in Dankbarkeit für eure Wertschätzung und Zeit. Eure Sonja Ariel von Staden. Wir sehen uns. Ciao.